Reise bis hierher. Der Kessel war kalt, doch der Reiter schürte das Feuer neu. Und in den Herzen der Erschaffer wurde ein Funke der Hoffnung geboren. Hoffnung auf Leben. Und auf das, was unter der Erde liegt. Ja, mit diesen Funken Hoffnung machen wir jetzt weiter hier bei Darksiders. Und schau mal, wo lang es geht. Ach Mensch, der Raum. Na, das ist ja klasse. Aber zum Glück habe ich voll den Plan. Und schätze einfach mal, dass es hier unter Wasser irgendwo lang geht. Ich suche einfach mal ein bisschen. Wird schon irgendwo lang gehen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. Moment. Ah, siehst du? Bald übersehen, wa? Bald übersehen. Aber nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir, ne? Ich bin ja hier der Sherlock der Videospiele. Naja, das vielleicht nicht, aber ist auch egal. So, rüber. Na, bei Darksiders muss man auch schon mal zweimal hingucken. So. Ich nehme mich mit und du kommst da drüben hin. Plock! Und bam. Jetzt ist die Frage, wie wir das da drüben wegbekommen. Aber ich schätze mal ja nicht. Oder was? Dann werden wir es runternehmen und dann vielleicht sind wir ja schnell genug. Nein! Na gut, man darf natürlich nicht auf den Stachel kommen. Probieren wir es doch einfach nochmal. Unter Wasser. Wo war die Höhle? Hier war die Höhle. War ja auch jetzt kein ewig langer Weg. Plopp. Hoch. Zack. Zack. Rüber. Hoch. Bombe schnappen. Runterjumpen. Komm, 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 komm. Ach, die explodiert gar nicht. Ist das eine von denen? Nicht explodieren? Doch. Und wenn sie wirft, explodiert sie schon. So, hoch da, hoch da, hoch da. Und Schätzelein, was hast du denn? Neue Sensen, die mehr Schaden machen. Schön. So, da bin ich zwar noch nicht schlau, wie ich da hinten an den Schatz komme, aber das wird schon. So, hopp. Und hopp. Wie ein kleines Äffchen schwingen wir uns jetzt hier. Wow! Ja, von Plattform zu Plattform. Und fallen dann einfach mal runter. So ist das natürlich nicht geplant. Weder von den Entwicklern noch von mir. So, halt dich fest. Da geht's nicht lang. Sondern hier geht's lang. Zack, zack, hoppidi, hoppidi und hoch da. Und rein in den Raum. Zack. Noch mehr Kletterpassagen. Na, das ist ja herrlich. Lass mal los, lass mal los. So, Schatz auf. Was haben wir hier? Schildertuch. Tüchern kann ich nichts anfangen, außer mit meinen Lindenschützen hier. Oh oh. Was seid ihr für Viecher? Scheiß Maske, komm her. Hängt ab. Gleich mal klarzustellen, wer Chef im Ring ist. Ich. Ne?
Zack. Finish. Ja, yeah, wir haben neue super krasse Handschuhe bekommen. Schaut's euch an. Geile Teile. Schneller als alles, was ihr jemals gesehen habt. Kommt man nicht durch. No, hier lang. Und durch da. An den Schlüssel ran. Dankeschön. Ja, ja, Skelettschlüssel kennen wir schon. So, ich will aber nochmal zurück. Man geht hier nicht. Ja, ich meine, hier geht doch auch das Tor auf. So, ja. Nein, 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 was machst du denn? Das ist doch Quatsch. Ich will doch hier lang. So, hier hoch. So, und dann muss ich nochmal hier rein. Ich befürchte nämlich etwas vergessen zu haben. Hier im Wasser. Ist ja nicht umsonst Wasser, oder? Doch. Okay. Okay, hier ist anscheinend doch umsonst Wasser. Okay, nichts vergessen. Aber gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Hätte ja sein können, dass wir was vergessen haben. Na komm, jetzt mach dich noch nicht zum Affen. Ist zwar einer, weiß ich, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Klack, Tür auf. Und jetzt können wir... Hopp, das was wir beim letzten Mal schon gemacht haben. Und von hier aus dann hier rüber. Nice one. Mach mal auf. Die Lücke. Und Action! Und Action! Ah, da ist die Truhe, die wir am Anfang gesehen haben. Bam! Bei Tibet, Knochenspalter! In den Händen eines geschickten Schmieds gewährt dieser Hammer die Fähigkeit, mächtige Waffen und Rüstungen zu erschaffen. Bring ihn wahllos in Dreistein. Das könnte nützlich sein. Ja, das könnte nützlich sein, das ist ja nicht recht. Die Zerschlagerschmiede ist geschafft. So, war's das jetzt hier? Freunde der Nacht? Nee, da unten ist noch ein Schatz. Da wo ich gerade hingucke. Die Frage ist, wie ich da rankomme. Naja, erstmal runter. Wieder hoch. Ich sehe auch nicht, dass man hier irgendwo... Ach, das ist ja... Das ist ja billig, Leute. Ey, das ist ja billig. Und darauf hätte ich auch alleine kommen können. Ne, die nehme ich, aber die... wird sich nicht aus. Ich werde nach und nach alle Sekundärwaffen schon mal zeigen, aber im Moment... nehme ich doch gerne die stärksten. Zack. Schon sind wir draußen. Ich werde die Schnellreise benutzen, denke ich mal. So, und zwar auf nach da. Schnellreise mit X. Auf zum X. Ach nee. Kannst du uns neue Trainingswürfe beibringen? Nee, wir brauchen dafür Kohle, ne? Mehr Kohle. Hä? Wo muss ich denn hin? Leute? Weltkarte. Um Stein findet die Gussfestung. Ach, jetzt bin ich. Ja. Schön, da habe ich meinen Auftrag mal voll verfehlt. Das war nämlich nicht der Auftrag. Ich habe nur einen seltenen Hammer gefunden, aber das war es jetzt auch schon. Hier, wer bist denn du? Du bist noch nicht Walz, oder?
Nee, bist du nicht. Ich glaube, das ist dieser komische Schmiedetyp da hinten, der dir was sagt. Oh, guck mal! Ach so, nee, ich wollte schon sagen, das ist ein vierbeiniges Haustierchen. Aber das ist der Opa. Das ist der Opa. Ne, weißt du? So, hier, du bist auf Walz, oder? Kollege. Hallo, kann ich mit dir reden? Ja, hilft mir auch nicht weiter. Was führt dich zu mir? Ich helfe nur den Kreationen. Valus scheint nicht sehr beeindruckt. Ja, er beklagt den Verlust seines Freundes. Valus hat einen Freund? Ja, seinen großen Hammer, Knochenspalter. Er hat schon viele Riesen gefällt, aber Valus verlor ihn in einem Verlies westlich von hier. Das lastet schwer auf ihm. Wenn du meinem Bruder seinen Knochenspalter zurückbringen kannst, wird er dir dankbar sein. Und dir vielleicht eine ordentliche Waffe schmieden. Ja, ich habe da so ein kleines Hämmerchen dabei. Dann verlange ich meine Belohnung. Erschafferblut! Du hast ihn bereits gefunden? Tod! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Bruder dankt dir. Es ist zu lange her, danke, seit sein Freund an seiner Seite war. Jetzt wird er Wunder fertigen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Ich überlasse dich deiner Arbeit, Valus. Solltest du wieder einmal des Weges kommen, dann findest du hier vielleicht Gegenstände noch größerer Macht. Oh, Valus war fleißig. Es gibt neue Ware. Sehr schön, ich habe aber keine Kohle. Na gut, keine wird jetzt... Valus wird das gut gebrauchen können. Übertrieben, aber wenig Kohle. Kann ich das eigentlich einsetzen? Nee, glaub nicht. Das passt gut zu den Ab. Das hier kannst du haben. Nimm einfach alles hin. Ne? Nimm alles. Schulterstück das war. Valus! Ach nee. Gib mich mal hier Rüstung. Was ist denn da? Oh, die ist alles so teuer, Mann! Kann mir das nicht leisten. Ist hier irgendwas für mich? Oh, nee. Nichts Gutes. Na dann, komm, ne? Weißt du? Hier, komm, krieg dich. Ich brauch dich nicht. Ich kann meine eigenen Sachen holen. Wollte ich noch was machen? Ah, ich kann mir neue Moves kaufen. Das könnte ich vielleicht mal machen. Hopp. Und gucken, ob ich die Sachen denn doch schon anlegen kann. Warum habe ich... Na egal. Kann ich schon? Ja. Ah, für Stufe 5 und ich bin jetzt Stufe 5. Wow. Easy. Rückstoßkraft, Verteidigung. Und Schulterschützer. Ey, mega geil. Voll geil. Voll geil. So. Move, Mann. Gib mir mal neue Moves, Mann. Was soll denn hier? Meteorschlag. In der Luft. RB. Totwurbelt sich schnell auf den Boden. Okay. Nehme ich. Zwillingskanone. LT plus linker Stick unten halten. Plus X. Ein nützlicher Sturmgriff, der die Feinde über Tods Kopf hinwegschicken kann. X während des Ausweichens nach vorne. Ein Angriff auf Distanzfeuerung, die Schwäche erfeiern. Nehme ich. Schattenzauber. Und halten. Nee, Gottes Faust. Y während des Ausweichens nach vorne. Eingriff auf Distanz. Erfeuern, die Schwäche erfeiern. Ah, oh, nehmen wir auch mal. Ah, das andere ist noch zu teuer. Komm, das andere nehmen wir auch mal mit. Das ist nett. Na gut. Ich würde sagen, ich werde jetzt nochmal... Nein. Ja, da. Dahin reisen. Dahin. Schnellreise. Ja. Und dann gehe ich mal dahin, wo ich eigentlich hin soll.